Hey Leute, willkommen zurück zu Rayman Origins. So, geht's auch direkt los. Ach, hier sind unsere tollen Freunde wieder. Die türkischen Winde da. Türkische Winde. Kamala. Ja, wollen wir weitermachen mit Schieß den Vogel ab? Ich muss gestehen, dass das jetzt wieder einmal nicht live ist. Das ist wieder nachkommentiert. Also ich weiß nicht, was auch immer Fraps da verursacht, ne? Ey, ich könnt, ne? Kennt da, ne? So, wenn man jemanden so richtig Bang Bang machen will. Na, auf jeden Fall, Fraps ist irgendwie komischerweise. Ist nicht abgespielt, aber es hat keine zweite Tonspur gemacht. Das heißt, ich hatte nur die Tonspur vom Spiel. Hab eigentlich auch alles vorher eingestellt. Ging auch beim Testversuch, aber IGW sind nick. Ja, da habe ich hier jetzt mal ein bisschen mit dem Moskito-Ding hier wieder geschossen. Auch lustige Level immer. Nur ich finde sie sehr, sehr schwer. Also, da bin ich auch, muss ich gestehen, hier ein paar Mal gestorben. Und ich habe mir jetzt hier ein paar Themen rausgesucht, dass ja alles ein bisschen, na, also langweilig sonst wäre. Oh mein Gott, ich sehe gerade, wie schlecht ich bin. Bin ja gerade voll in den Strahl rein geflogen. Ich muss nebenher hier ein bisschen gucken. Ja, ich wurde gefragt, was denn meine Aufnahmegeräte sind oder womit nehme ich denn meine ganzen Videos auf? Geht eigentlich recht schnell. Einmal habe ich für den PC, da ich für die PS3 ja was ganz anderes brauche, da brauche ich. Ja gut, fange ich erstmal mit PC an. Einmal, wie ihr schon immer gehört habt, benutze ich Fraps. Das ist aber nicht empfehlenswert bei Flash Games oder wenn ihr den Bildschirm aufzeichnen wollt. Wenn ihr Bildschirm oder Flash Games aufzeichnen wollt, dann würde ich zu genau, Camtasia oder Camtasia, keine Ahnung, und Hypercam raten. Camtasia ist also finde ich ein bisschen komfortabler, finde ich ein bisschen besser. Hypercam ist auch recht gut, können beide in Full HD aufnehmen. Sonst war es das eigentlich jetzt für einen PC. Also was ich da jetzt an benutze. Genau, es kommt bald ein recht gutes, das wurde mir empfohlen. Das nennt sich DxTory. Das ist auch ein recht sehr, also das ist wirklich, das wird das, glaube ich, das neue Fraps. Denn da kann man so detailliert alles einstellen. Das ist Bombe. Das werde ich auch, wenn ich einen neuen PC habe, benutzen. Genau. Erstmal mit dem PC. Was ich für einen oder was benutze ich überhaupt für einen PC? Ein PC benutze ich überhaupt nicht. Ich benutze einen Laptop. Hört sich jetzt komisch an, aber der war eigentlich gar nicht so billig. Und vorher hatte ich auch noch nicht vor zu Let's Playen. Und wenn dann auf Konsole. Und irgendwann merkte ich dann, hey Moment, scheiße, das ist ja nur auf Konsole, da kommt es ja gar nicht mit dem Geld ausgeben aus, denn wenn so ein Spiel von der PS3 mal eben, keine Ahnung, 60 bis 70 Euro kostet, da bist du dein Geld los. Aber richtig. Ja, dann habe ich halt hier angefangen, werde mir in geräumiger Zeit, keine Ahnung, kann noch dauern, einen guten PC holen. Ich werde dann so lange sparen, bis ich wirklich meine, der PC ist gut. Weil Fraps einfach sowas von auf die CPU geht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mit DxTory, der Vorteil ist davon, dass ich einstellen kann, wie viel Kerne ich für das Spiel benutze. Und ich und für den und für das Spiel. Ich denke, ich werde mir so einen 8-Kerner holen von AMD. Ja, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. AMD FX 8000 oder so. Falls euch das interessiert, könnt ihr mal nachgucken. Ja, um auf der PS3 aufzunehmen. Ja gut, also ich wollte nur sagen, es reicht eigentlich. Da haben wir es auch geschafft. Es reicht eigentlich für Let's Plays oder zumindest für Spiele, die jetzt nicht sowas wie Battlefield und so, das würde ich überhaupt nicht schaffen. Also selbst Minecraft ist schon aufwendiger als Rayman Origins. Auch wenn es sich jetzt komisch anhört, aber Minecraft hat sehr, also verbraucht sehr, sehr viel RAM. Ja, und los geht's zur PS3. Eine Generation der Let's Player, ja, nicht Generation, ein Teil der Let's Player, die benutzen TV-Karten, also HD-TV-Karten. Ja, ich wusste von TV-Karten noch nichts. Yay, da haben wir auch den Schießvogel abgeschossen.
hingekriegt schon. Ja, relativ schnell, ne? Also. Ja, okay. Ja, doch, doch, klar. Sonst habe ich immer ein Level 15 Minuten oder so gebraucht. 118 Elektrons. Gut, okay. Ich wusste noch nichts von den TV-Karten. Von daher war es, ne, ein bisschen unglücklich. Da habe ich mir nämlich, was jetzt kommt, das auch eine zweite Möglichkeit. Ich habe mir die HDPVR geholt. Ist, ich weiß nicht, also, ich kann nicht sagen, ob das, warum bin ich denn da rausgegangen? Achso, ich wollte da alle Looms kriegen. Und da bin ich an irgendeinem komischen roten Punkt gestorben, da wusste ich gar nicht, was das sein soll. Soll wohl Elektrizität aus der Luft kommen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Genau, ich habe mir die HDPVR geholt. Sie ist recht teuer, also wirklich um Let's Plays in HD aufzunehmen und nicht über so ein Komponenten, über so ein AV-Kabel oder so aufzunehmen, braucht man schon ein recht teures Programm. Programm, ey, meine Güte. Ich konzentriere mich viel zu sehr aufs Spiel. Gerät. Ich habe mir ja PVR geholt für, lass mich nicht lügen, waren das 170 oder 140? Irgendwas in der Preisklasse, ich glaube 140 oder sowas, ist recht teuer. Also eigentlich wollte ich früher noch nicht mal Let's Plays machen. Ich habe mir die HDPVR geholt, um Montagen zu machen. Früher von Uncharted 2, ich war ein totaler Uncharted-Fan, also ich habe wirklich richtig viel gezockt. Also, meine Güte, den dritten Teil finde ich online jetzt nicht so bombastisch, keine Ahnung. Ich finde, die haben das ein bisschen versaut. Ich frage mich, wie denn der vierte Teil wird. Denn die haben ja schon angekündigt, es wird keine Trilogie sein. Was ich richtig gut finde. Also ich denke, dann werde ich auch Uncharted 4 Let's Playen. Vielleicht auch noch davor Uncharted 3. Lasst euch überraschen, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ja, das war's eigentlich mit zur PS3. Ich nehme, also ich stelle den Laptop dann hier unten hin. Drücke auf Start bei der HDPVR und dann geht es auch schon los. Also recht unkompliziert. Nur, ja doch, komplizierter als mit Fraps oder sonst was. Also da muss man sich schon überlegen, was man jetzt nimmt oder ob man jetzt wirklich komplett ausschließlich PC-Spieler werden will oder Computer. Vielleicht auch beides, aber das ist wirklich schwer von der Konsole. Also ich hab's da so mit, ich weiß noch, Moment, lass mich überlegen. Crysis war ja mein erstes langes Let's Play auf der PS3. Vorher habe ich mal wirklich Assassin's Creed gespielt, aber da war ich noch sowas von schlecht. Also in einer Minute habe ich dann vielleicht mal einen Satz rausgebracht, weil ich, mein Herz klopfte wie sonst was, ey. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also wenn man das erste Mal Let's Playt, sollte man nicht unterschätzen. Also ich zumindest hatte voll das Herzklopfen. Ich weiß nicht warum. Also ich weiß nicht, ob es euch beim ersten Let's Play auch so gegangen ist, wenn ihr denn jetzt Let's Playt. Aber ey, ich hatte einen Herzinfarkt gekriegt. Also fast. Beinahe. Da kam ich gar nicht zu Wort. Und dann war das Sound von Assassin's Creed noch viel zu laut. Ey, meine Güte. Das war schon lustig. Der Kanal, boah, keine Ahnung. Will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, ey, der war so grottenschlecht. Also, die werdet ihr euch auch nicht angucken. Ich glaube, da ging sogar auch nur bis Part 10, weil ich danach einfach keinen Bock mehr hatte. Ich weiß nicht, aber Herzklopfen und sonst was alles, ey. Ich dachte wirklich, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja gut, ich wollte aber nochmal zurückkommen, nicht auf meine Vergangenheit, sondern, oder meine Let's Player-Vergangenheit, sondern ich wollte zurückkommen auf zwei recht gute Spiele. Das eine ist kostenlos und das andere kriegt ihr für 10 Euro. Fange ich erstmal mit dem kostenlosen an. League of Legends. Wer es kennt, der sagt bestimmt, wow, das kenne ich. Die, die es nicht kennen, sagen bestimmt, hey, das kenne ich nicht. Okay. Nein. Da habe ich entdeckt, dass der ein kleines Secret war. Ich rede parallel hier immer ein bisschen mit vom Spiel. Auf jeden Fall ist ein recht cooles Spiel. Es ist Strategie. Also
Es geht darum, ja, ich will jetzt nicht das ganze Spiel erklären. Auf jeden Fall geht es darum, den gegnerischen Nexus zu zerstören. Ein Spiel dauert eigentlich im Schnitt auf der kleinsten Karte 20 Minuten. Ja, also im Schnitt 30 Minuten. Und auf der großen Karte im Schnitt 40 Minuten, 40 bis 50. Also es sind schon lange Spiele und wenn man rausgeht, das sollte man vermeiden, wird man auch gebannt. Das hat mein Freund schon herausgefunden. Er hat jetzt 5 Tage wurde 5 Tage gebannt und dafür konnte er noch nichts mehr, denn einmal ist der PC abgestürzt und das andere Mal das Internet. Ja, war schon irgendwie lustig, als er das erzählt hat. Dann zum nächsten Spiel. Und wenn ihr sagt, oh ja, das kenne ich, das ist total scheiße, lasst mich erstmal erklären. Es ist Blockscape. Also ich buchstabiere es mal eben, denn ganz ehrlich, ich hab's gesucht irgendwie im Internet, weil es irgendjemand gesagt hat und vom Namen her konnte ich es nicht finden. Also Block wie der Block und dann Scape, Blockscape. Es ist eine Minecraft, na, man kann nicht sagen Minecraft, es ist ein eigenes Spiel, es ist aufgebaut wie Minecraft. Noch in der Beta-Phase, also in der ersten Phase, da kommen noch 3 Stück zu. Und also wie ich es gesehen habe, ist es richtig geil. Also es ist ein richtig empfehlenswertes Spiel, das macht richtig Spaß. Und wenn dann auch noch die RPG-Elemente dazukommen, weil jetzt ist es nur abbauen und bauen, wenn dann noch die RPG-Elemente kommen, ne? Das wird so hammer, das Spiel. Wirklich, ey. Also da freue ich mich richtig drauf. Finde ich auch ein bisschen doof, dass ich jetzt den nachsynchronisieren muss. Nein, also nicht, weil ich jetzt hier euch was erzählen muss, sondern weil ich verdammt viel gequatscht habe. Also in dem Let's Play, also in dem Part, das war glaube ich sogar der Part, an dem ich wirklich ununterbrochen an einem Stück gelabert habe. Tue ich eigentlich gerade auch, aber das ist ja nachsynchronisiert, also. Was soll ich sonst machen? Auf die Reaktion des Spiels kann ich jetzt ja schlecht eingehen. Oder auf meine Reaktion. Weil ich meine, das passiert da und mir doch egal, wenn er stirbt. Bin ja nicht ich. Oh, oh Mann, war der jetzt schlecht. Oh. So, ich weiß nicht, ob ich noch ein. Ah, ne, gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob hier noch ein Speedrun in dem Part drin ist. Ich glaube aber nicht. Einfach weil ich zu wenig Zeit hatte. Weil der Part auch schon, ich weiß nicht, also der geht jetzt hier 15 Minuten oder so. Und da wollte ich jetzt noch nicht irgendwie einen Speedrun reinklatschen. Wir haben ja schon 2 Level geschafft. Also wirklich, Blockscape kann ich jedem empfehlen, der Minecraft mag. Auch natürlich, viel. Es ist, ah ja, genau, das habe ich vergessen. Es ist viel detaillierter. Ihr könnt wirklich, ihr könnt sowas von klein machen, was in Minecraft zum Beispiel ein ganzer Block ist. Das könnt ihr bei Blockscape ver-ver-16teln, glaube ich. Also da arbeitet ihr dann mit einem 16. Block. Das ist so hammer. Also da kann man wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut arbeiten. Und ich wollte noch sagen, man kann nicht sagen, Minecraft war das erste Spiel. Minecraft war auch eine Nachmache. Also, viele haben jetzt schon gesagt, Blockscape, bar, nee, hole ich mir nicht. Ist eine totale Nachmache. Aber kann man einfach nicht sagen. Also, Minecraft wurde auch abgeguckt. Das hat Notch, der, also der Macher von Minecraft, hat das sogar bekannt gegeben, dass er da gar nicht das alleine gemacht hat. Oder nicht alleine, aber. Er hat schon alleine gemacht am Anfang. Nee, er hat es mit dem Entwicklerteam gemacht. Genau, aus 5 Leuten oder so. Ich weiß nicht genau. Aber man kann nicht sagen, dass Minecraft das erste Spiel war. Nur um es jetzt so mal zu klären. Yay, 234. Da habe ich ein Level auch geschafft. Jo, gut. Das war dann auch schon der, ich glaube, der 27. Part. Ist ja auch einmal so einmal cool, wenn man hier einmal was nicht live macht. Einmal. Ein bisschen zu oft, aber egal. Dann kann man schön viel erzählen. Gut, okay. Ich denke, zurück zur Lichtung der Träume. Das war's auch. Ich muss mich jetzt beeilen, denn der Cursor geht dem Ende zu. Dann sage ich bis zum nächsten Part. Tschö.